sind wir auch schon wieder im zweiten Match unseres finalen Spiels von SmiteBase, unserer 3-3 Liga. Zwischen Ausum und Gravity Justice. Wir haben hier ein... Ja, hau rein. Nee, ich trinke Kaffee. Du machst das jetzt. Hau rein. Wir haben hier eine außergewöhnliche Kombo. Mit außergewöhnlich meine ich vorher noch nicht so oft gesehen in unserer 3-3 Liga. Neja betritt das Feld auf Kaizen. Start mit Hand of the Gods und Boots Stufe 2 und ein paar Bots. The Gorilla fängt wieder an wie vorher Breastplate auf Valor Rush und mixt auf seinen Magic Boots Stufe 2. Und Creeping Curse im Gepäck. Max Tags auf Baby Mana. Hunbats wieder, er hat sich auch als bewährt gezeigt. Und Rico wieder auf Hebo und dem Warlock Sash Start. Da kommt auch schon der Level 1 Fight. Oder Level 3, muss ich eher sagen. Das Klingbin, wie Tal es schön nennt, trifft zwar alle, macht auch alle schön slow, aber Case nimmt hier richtig viel Schaden. Hat hier auch keine Möglichkeit jetzt zu backen. Humbats ist immer noch steil am Kämpfen. Neja jetzt in der Mitte. Hat jetzt nicht die Möglichkeit auf Buffs zu gehen. Humbats wird den einen Buff klären, dank Hand of the Gods. Macht er das auch. Die anderen zwei klären Blue. Chang'e kriegt natürlich von all dem jetzt gar nichts mehr mit. Denke ich mal, wird es probieren, noch den Speedbuff zu klauen. Hier ist ja auch schon voll die Action am Start. Hat er noch einen Klimbim? Es steals mit Hand of the Gods. Initiate nochmal, das hätte er nicht machen sollen. Da ist der Speedbuff schon wieder weg. Wir haben noch keinen Blink auf ihm hier. Mensch, ihr macht uns ja das Leben richtig freudig hier mit euren Fights. Vor Minute 1 schon der erste Kill. Stark. So, du bist dran. Darf ich? Ja. Sehr unglaublich. Also, die Gravity Jousters. Perfekt gemacht. Sie haben den Early Fight gesucht, sind draufgegangen, wollten invaden, sind dann leider eigentlich, muss man sagen, ohne Kill rausgegangen, haben sich aber gedacht, okay, wenn wir keinen Kill kriegen, dann klauen wir euch wenigstens eure Buffs. Und genau in diese Falle ist Kaizen reingelaufen, der einfach versucht hat, irgendwie den Buff zu klauen, was er ja geschafft hat, aber danach sein Leben lassen musste durch einen kleinen, klitzekleinen, aber fatalen Fehler. Kaizen versucht jetzt oben den Speedbuff zu klauen, wird aber sofort von Baxas abgefangen. Da ist der Armillary Sash raus, das Klimpern, Emil Freeze geht daneben, aber der Satellit fliegt. Baxas ist jetzt geslowt, springt aber raus. Buff steht da noch. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie zu dritt da drauf gehen, um ihren Speedbuff zu safen. Er wird auch wieder resettet. Von Emil. Er wird resettet. Sie wollen, die Jungs von Ausum wollen da keinen Fight irgendwie riskieren. Klären jetzt auch den Speedbuff. Eine Info an unsere Viewer. Das bekommt nicht nur der Gewinner, die Free Games durch das Retreaten, sondern das bekommt jeder Account, der mindestens Stufe 10 innerhalb der Beta war, bekommt die Gems. Wir hoffen, dass es bis zu 1000 Gems werden. Das würde bedeuten 100.000 Retreats. Wir sind momentan bei ca. 28.000, war das letzte Mal, als ich drauf geguckt habe. Also jetzt schon garantiert 200 Gems für jeden, der einen Level 10 Account hat. Und Level 10 geht innerhalb von, ich würde sagen, einem Tag. Ein Tag? Level 3 wirst du mit einem langen Conquest Match. Habe ich schon ausprobiert. Und in diversen Foren wird schon diskutiert, wie man am schnellsten 10 wird. Aber wenn man sich reinhängt, also 24 Stunden nehme ich dafür, ne? Nicht ein Tag mit, oh, ich schwimme 6 Stündchen, sondern ein Tag, 24 Stunden. Okay. Also man hat kein Leben, ein Tag. Nee, man heißt Head Candy. PC an, Stream, oh, schon wieder eine Woche vorbei. Oh, da kommt der Ulti von Humbats. Oder Ulti von Baby. Da wird Neja wollte ihren Ulti zünden, wird aber direkt von auf dem Weg zu ihrem Target vom Baby zerstampft. Und jetzt das letzte arme Target fällt da auch noch an Brassers. Das war ein schönes Steal-Side. Steht aktuell 4-0. Das war wieder der Klassiker von Max Tex. Er startet mit Hide of the Urchin und sobald er Hide of the Urchin fertig hat,
gehen sie wie ein Pitbull auf ein Kaninchen. Tower Dives, ganz egal. Er will seine Stacks haben, damit er snowballen kann. Jetzt hat er 4 Stacks oder 3 Stacks müssten es vielleicht sein. 3 sind es wahrscheinlich durch den DS halt gerade. Die er schon auf seinem Hide of the Urchin hat, wo er so dermaßen tanky wird, auch im Early Game, dass einfach mit seinem Passiv und mit seinem Ultimate Tower Dives überhaupt kein Problem für ihn sind. Was ein Retweet ist, ein Retweet ist, wie wenn man auf Facebook teilt. Es ist so ziemlich das Gleiche. Genau. Falls ihr euch noch nicht bei Twitter registriert habt, könnt ihr das gerne machen. Und ihr könnt auch Smitebase folgen. Smitebase folgen. Wir werden demnächst, wie auch angekündigt, auch mal Twitter-only Gewinnspiele machen. Und weil wir noch nicht so viele Follower haben im Moment, der Account auch erst seit anderthalb Wochen steht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man da was abgreifen kann. Bevor es in die Millionen geht. Da kommt der Blink von Ymir in den Freeze, zündet direkt seinen Ulti. Najar hat sein Target schon mit in die Luft gezogen. Wird dann Waxing Moon jetzt reinfollowen. Ne, ist noch aktuell auf Cooldown. Da ist der Baby-Ult. Probiert hier Hibo noch zu retten. Najar geht da richtig steil. Chang gefinisht Hibo. Da war das Waxing Moon. Bringt natürlich nichts gegen den Affen. Das hätte sie sich sparen können. Kaisen muss jetzt aufpassen, dass hier kein Umbrella-Shot kommt. Nein, der ist raus. Aber dafür holt er sich Ymir. Der Monkey kommt. Sie wollen wirklich Najar noch hinterher. Da kommt nochmal sogar ein Blink von Max Tex. Und Kaisen lacht sich kaputt mit Najar. Grüß dich, Effekiller. Und hallo, Smokey. Nochmal wieder ein Stack auf dem Hide of the Urchin von Max Tex. Ja, es wird brenzlig langsam. Es ist wie so eine tickende Zeit. Bombe, meinst du? Danke. Tickende aber was Zeit. Wir gar nicht gesehen haben, ist, dass Mixed musste zwar sein Leben lassen, aber er hat super gut wieder mit den E-Mail-Plays seine Mates gerettet, während hier schon wieder die nächste Schlägerei beginnt. Baby wieder total tief. Ist sogar kurz vom Tower Dive, verliert aber keine HP. Er ist so tanky, jetzt kommt der Tower Dive. Tower Dive. Baby Ult, Hunbats Ult, das ist E-Mail ist Geschichte. Bugs, das muss leider sterben. No! Der Ult wird gemisst. Der geht daneben. Der noch ein steht jetzt mit offener Hose. Oder Crushing Wave, um die Distanz zu verkürzen. Richtig ausgesucht, die Situation richtig gelesen. Das war perfekt. Also Hut ab davon. Man weiß nicht, ob das Baby noch rangekommen wäre. Ich denke mal, Blink war eben, wo es geused hat, nämlich auf Level 1. Und wird definitiv noch cooler gehabt hätten. Crushing Wave, schön den Kill secured. Manche würden sagen, das war ein klassischer Tadde. Aber wie gesagt, Kaisen misst seinen Ulti und danach steht er einfach mit heruntergelassener Hose da. Ja. Er ist mittendrin, er hat keine Möglichkeit zu escapen. Armillary Sash zieht ihn nur an den Gegner weiter. Also, danach hat er wirklich wenig Chance. Jetzt versuchten sie hier noch Baxas wieder zu snacken. Der springt aber raus, ist tot, ist geslowt von ihm hier. Der läuft fast rückwärts. Kommt ein Mini-Heal von Chang'e. Ja, die Heals am Anfang sind auch noch relativ schwach. Und Max ja auch erst seine 1. Effekiller, momentan ist hier noch alles offen. Wir haben in dieser Turnierserie von Smitebase schon die ein oder anderen Comebacks gesehen. Da kommt nämlich das Blink, den Ulti komplett downgeschattet. Also wirklich, Waxing Moon trifft leider nur einen. Ah, Kaisen ist trotzdem down gegangen. Das hat ihm hier richtig gut gemacht. Leider nichts mehr gebracht. Baby ist jetzt in Ulti, fängt wieder an auszurasten. Kriegt sie aber ordentlich auf die Kappe. Aber da kommt Hibo und sagt, hi. Oh, Crushing Wave direkt aufgehalten von der Ymir Wall. Was ein Play dieser Ymir. Kommt mit 10 HP raus. For real? Schon das zweite Mal. Er hat es vorhin auch schon gemacht. Das ging ein bisschen unter. Aber Hibo wollte mit einer Crushing Wave raus. Aber Ymir hat ihm einfach die Wall vor die Nase gestellt. Wow. Ymir, I'm impressed. For me, Player of the Day.
Holy shit, das war richtig gut. Jetzt geht die Jagd wieder auf die Buffs los. Wir können uns alle ein wenig beruhigen. Versuchen das Spiel wieder einigermaßen auszugleichen. Hängen aber schon mit über 3.500 Gold hinterher, obwohl noch kein Tower down ist. Und 4.500 XP. Das machen natürlich die 8 Kills. Max Tex auch noch überhaupt nicht gestorben. Hat auch schon fast die Stacks hier voll vom Hide of the Urchin. Hat, glaube ich, Hide of the Urchin alle Kills und Assists mitgenommen. Da kommt der Ulti von 100, das ist super low, aber Hebo hat nochmal einen richtig Schaden verursacht. Killt jetzt auch Baxas. Da waren jetzt, also das war Deicide. Da kam das Hebo-Aufbauen-Kommando. Wie, wo, was, das kann man nicht kommentieren, es geht alles so schnell. Mir fehlen die Worte. Es war erst ein Clean Kill. Humberts Ulti und dann war es nur noch alle tot. Wird auch der Ulti gezündet, um den Phoenix so lange wie möglich zu tanken. Haben ja auch ein richtig großes Stück abgebrochen von ihm. Jetzt sind alle drei Player wieder auf dem Weg. Also die haben die Option genutzt, den Phoenix richtig Schaden zu machen. Jetzt steht sie mittlerweile 11 zu 3. Ja, Neja sucht noch das Baby und checkt den Rotbuff. Weder noch wird sie finden. Wird er finden, entschuldigt. Game 1 ging an Gravity Justice. Wenn Gravity Justice das... Oh, nochmal der Ulti von Humberts und Kaisen wird einfach direkt aus dem Leben getreten. Ymir und das Follow-up von Jangar, Waxing Moon verfehlt. Jetzt ist das Baby aber wieder im Spiel. Versucht ihn nochmal mit Sprint auszurasten, nachdem Creeping Curse gezündet worden ist. Hier gibt's auch keinen Tower mehr, wo Chunga sich verstecken könnte. Frisst jetzt auch jeden Auto-Hit von Umbats, von Vamana. Jetzt Ymir wieder da. Ymir ist um einiges tankier. Wie lange noch auf den Cooldown von Maxtex? Das dürften so ungefähr 30 Sekunden noch dauern. 30 Sekunden lang hat Ebo dann Zeit zu poken. Da wird er so direkt mit hochgenommen. Kaisen hat den Deathbringer. Kann ihn aber nicht finishen. Nebo sofort mit einer Crushing Wave raus. Gar keinen Bock, dass er irgendwie da drauf geht. Da kommt der Ulti von Baby. Ist gerade wieder fertig geworden. Wird höchstwahrscheinlich den... Nee, der kommt noch weg, weil er keinen Sprint hat. Geht das nicht hat hinterher. Oh, Salary Sash auf Hebo. Da ist er zu lange geblieben. Aber das kostet Kaisens Leben. Jetzt hat er auch die Stacks, ja, die hat er auch schon voll gehabt. Aber Baby ist jetzt richtig tanky. Quincy ist auch noch am Start. Sprint voll, Blink voll. Das Blink gibt für mich noch nicht so ganz den Sinn, um schneller initiaten zu können. Okay, aber das geht auch besser. Vielleicht noch ein... Ja, was eigentlich? Er ist so tanky. Ist die absolute Man-Mode-Skill. Ja, ja. Er will so schnell wie möglich Leute auseinanderreißen. Ja. Da geht's ihm um die ganz Instanz. Egal, ob er irgendwann einen Freeze bekommt oder ob er einen Waxing Moon kassiert. Er weiß, ich bin tanky mit Hide of the Urchin. Ich brauche keine Beats. Er geht jetzt auch einfach so ins 1 gegen 3. Macht da keinen Faxen. Hat er momentan keinen Ulti. Da kommt die Wall. Waxing Moon direkt vereinen. Gripping Curse bringt nichts. Ulti von Humberts versucht ihn nochmal Leben zu retten. Jetzt ist das Ulti auch ready vom Baby. Reckt jetzt das Leben. Kaisen auch tot. Damit haben sie überhaupt nicht gerechnet. Das. Och. Baby steht wieder da mit halbem Leben. Sie haben wieder die Möglichkeit zu initiaten. Crushing Wave trifft Jungle leider im Hintergrund nicht mehr. Water Splash trifft. Kommt noch ein Water Spout. Water, noch ein Water Splash. Und Jungle auch tot. Jetzt Inien Probleme. Muss hier Gas geben, um rauszukommen. Schafft er auch nicht. Double Kill von Hebo. Deicide. Jetzt warten sie nur noch auf die Creeps, dann fällt auch der Tower. Es sind noch 4 Sekunden, bevor Naja wiederkommt. Haben wir ein Polynomicon? Wir haben den Polynomicon. Hebo hätte jetzt schon anfangen können. Da ist der erste Hit. Das reicht nicht. Da kommt Celery Sash aufs Baby. Entkommt das Baby. Das gibt's nicht. Hebo tritt einfach Naja aus dem Leben und das Baby entkommt mit wirklich 5 HP. Holy, richtig, das Baby braucht keinen Babysitter.
Und Hebo portet sich jetzt hier auch noch weg. Der Monkey mit seinem Ult kommt hier rein. Oh, Waxing Moon drüber gesprungen. Da kommt der Blow. Gorilla auf Chang'e, auch tot. Gibt hier natürlich auch kein Phoenix mehr. Da kommt der Ulti von Emir. Premature. Bamana, aber macht 50 Schaden an Bamana. Freeze in die falsche Richtung. Salary Sash, Armory Sash. Trifft zwar, aber das... Nezha teilt hier... Oh! Max Tex haut zurück und... das sieht wirklich nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Max Tex haut hier Emir einfach noch weg. Crushing Wave auf den Titan. Titan killt aber Max Tex. Das war wohl ein bisschen zu viel auf Level 15. Ist eigentlich okay. GG! Wir liegen trotzdem down. Wow, krass. Krasses Spiel. Unglaublich starke Einzelleistung von den Jungs. Über den Waxing Moon gesprungen. Max Tex mit super Timing vom Ulti. Einfach 1 gegen 3. Und als es knapp wurde, kam Hunbatz von der Seite rein. Sehr, 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 sehr stark gespielt von den Jungs. Da haben sie sich wirklich den Sieg im letzten Spiel absolut verdient erarbeitet. Ja, das war wirklich echt fehlerfrei runtergespielt. Das war mir schon klar, dass das ein interessantes Spiel wird, wie die Jungs schon ab Minute 0 gekämpft haben. Da ging es wirklich um alles. Beide wollten den Sieg auch. Leider kann es da nur einen Gewinner geben. So alt wie dieser Slogan auch sei, ist es nun mal so. Max Tex, wirklich perfekte Baby-Performance. Aber ich möchte noch was anderes erwähnen. Die Emir Walls, auch wenn Mixed sein Team nicht gewonnen hat, aber Emir hat wirklich eine Glanzleistung hingelegt. Also so einen Support wünscht man sich in jedem Casual-Spiel, wirklich. GG, well played. Von unserer Seite aus ein herzliches Glückwunsch an Gravity Jousters. Das habt ihr euch wirklich verdient. Wir machen eine ganz kurze Pause und kommen sofort wieder mit einem Giveaway, mit einem bisschen Question and Answers. Stellt uns Fragen. Es ist ja auch in den letzten Wochen eine Menge passiert. Zu unserer neuen Seite Smitebase. Ich blende uns mal wieder ein. Hallo. So. Hallo. Und wie gesagt, eine Minute Pause, dann sind wir sofort wieder für euch da.